liebe Kaffeetrinker und Kapselvernichter, ich möchte euch heute mal eine sehr, sehr kostengünstige Variante für euren morgendlichen Kaffee oder für die Tasse Kaffee zwischendurch vorstellen. Alle schwören ja auf die PET- und Kapselmaschinen, aber was ist denn mit den Kosten? Ne? Ja, da bezahlt man sich ja bei manchen Herstellern richtig dumm und dämlich dafür. Ne? Ich habe für mich jetzt eine super Alternative gefunden, und zwar die KitchenAid Personal Coffee Maker. Ihr könnt damit bis zu 540 Milliliter, also einen guten halben Liter frischen Kaffee zubereiten. Und die Menge dürfte wohl für jeden ausreichend sein, morgens früh oder wie gesagt auch zwischendurch. Entweder ihr brüht den Kaffee mit dem mitgelieferten Thermobecher auf, also ihr könnt diesen Thermobecher auch mitnehmen, also als Kaffee to go. Oder ihr stellt einfach eine Tasse drunter und das funktioniert auch ganz hervorragend, wie ich euch jetzt zeigen werde. So, im abnehmbaren Wassertank, das ist dieser hier, da habe ich schon meiner Tasse entsprechend 350 Milliliter Wasser eingefüllt. Als Filtertüten könnt ihr die originalen Milliliter 1x2 nehmen. Die passen ganz hervorragend hier rein. Der Thermobecher nehmen wir raus. Und hier sehen wir nun das mit dem Filter, wo der Filter reinkommt und die Filtertüte. Diesen Permanentfilter hier, den kann ich eigentlich gar nicht empfehlen. Der Dauerfilter, der lässt teilweise das Kaffeemehl durch. Kommt natürlich drauf auch an, wie stark die Mahlung ist vom Kaffee. Also wenn ihr einen fein gemahlenen Kaffee habt, würde ich das nicht machen. Mit einem grob gemahlenen Kaffee würde es vielleicht gehen. Ich nehme, wie gesagt, diese Filtertüten hier von Melitta. Die passen ganz hervorragend hier rein. Ich falte diese Perforierung hier noch extra mal durch, wie ihr seht, weil ich bin der Meinung, dass der Kaffee dadurch, wie beim Tee, etwas länger im Filter ziehen kann. So, nun legen wir den Filter hinein. Den Aufsatz wieder herein. Natürlich fehlt der Kaffee noch. Ich nehme pro Tasse immer zwei von diesen Kaffeelots. Das reicht mir. Also für 350 Milliliter, also für meinen Pott, zwei gehäufte Löffel, das ist vollkommen für mich in Ordnung. Manche mögen den Kaffee natürlich etwas stärker, der andere schwächer. Das ist natürlich Geschmackssache. So, wir schließen die KitchenAid, stellen dann meine Tasse drunter und los geht's. Wenn die Maschine fertig ist, ertönt, habt ihr wahrscheinlich gerade schon gehört, noch ein dreimaliger Piepton. So, das war's. Wie gesagt, der Kaffee ist fertig. Ich bin der Ansicht, kostengünstiger könnt ihr euren Kaffee für zwischendurch nicht herstellen. Und stylisch sieht die KitchenAid natürlich ebenfalls aus. Wie gesagt, sie kostet zurzeit 89 Euro. In diesem Sinne, frohes Kaffee trinken.